Oh nein, deine Windschutzscheibe ist kaputt. Schnell, komm mit rein. Das muss wehtun. Wir müssen sie ersetzen. Mechaniker, bringt ihr bitte eine neue Windschutzscheibe? Und seid vorsichtig, dieses Glas ist sehr zerbrechlich. Seht euch meinen neuen Zahn an. Er ist aus Gold und glänzt. Ha! Geht mir aus dem Weg, Mülleimer. Gecko, sieh dir mal meinen neuen... mein Goldzahn. Wo ist der? Der war doch so teuer. Gut gemacht, Mechaniker. Danke, dass ihr die hergebracht habt. Fertig, Bobby. Du kannst los. Mechaniker, bring dir die alte Windschutzscheibe bitte weg. Aha, gefunden. Gib mir den Schraubenschlüssel. Diese Schraube ist locker. Wir sollten besser los, Tilly. Wir wollen doch nicht zu spät kommen. Schnell hoch mit dem Werkstatttor. Ein Fahrzeug braucht uns jetzt. Guten Morgen, Mechaniker. Seid ihr fit und munter für einen neuen Arbeitstag? Blaui? Verschraubt nochmal. Ich glaube, ihr schlafwandelt. Wach auf, Blaui. In einer Werkstatt ist es nicht sicher zu schlafwandeln. Blaui? 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 Mir gefällt, was du aus der Werkstatt gemacht hast, mein kleiner Gecki. Die sah zu meiner Zeit noch ganz anders aus. Haha, danke, Oma. Genießt du es, geschrubbt zu werden, Miles? Er sieht blitzsauber aus, ihr Kleinen. Hilfe, Hilfe, ich kann nicht anhalten. Herr Weasel, er hat ein Problem. Oma, warte. Danke, Roti. Bleib zurück, Kinder. Oma, fährt jetzt los. Wiesel, was ist denn das Problem? Das Gaspedal klemmt. Ich kann nicht bremsen. Hilfe! Oma, das Dachfenster! Du schaffst das, Kleiner.
Gecko, halt es an. Oh, tut mir leid. Oh, das Gaspedal ist mit Kaugummi verklebt. Das war wirklich knapp. Unsinn! Ich hatte alles unter Kontrolle. Das hätte ich ohne dich nicht geschafft, Oma. Kein Problem, Kleiner. Gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. Oh, danke, Oma. Schnell, auf mit dem Werkstatttor. Ein Fahrzeug braucht uns... Viele brauchen uns sofort. Heiliger Schraubendreher, Mechaniker. Unsere Freunde haben alle platte Reifen. Oh je. Ich glaube, die Fahrzeuge haben keine Lust mehr zu warten. Oh, verschraubt nochmal. Ich musste noch nie so viele Reifen so schnell wechseln. Apropos schnelle Reifen, das klingt wie... Oma! Da ist mein kleiner Gecki. Und er hat gerade so viel zu tun. Woher weißt du das? Der liebe kleine Blaue hier hat's mir gesagt. Es ist okay, auch mal andere um Hilfe zu bitten. Danke euch beiden. Ich helfe gern. Genau wie du mir und allen anderen auch immer hilfst. Auf geht's, Kinder. Lasst uns loslegen. Los, los, Oma. Ja, Mechaniker, ich habe eine Idee. Geübt, oder, Gecki? Ich habe von der Besten gelernt. Komm bald wieder, Liebes. Danke, Oma. Das war eine reife Leistung von dir. Ha, und der Witz hätte noch etwas reifen können. So, wer hat Hunger? Du solltest dich ausruhen, Oma. Aber ich habe dein Lieblingsessen mit. Omas Apfelkuchen. Oh, hihi. Hi-ja. Hoho, gut gemacht, Cat. Gracias, Gecko. Wir sind heute zu Cats Geburtstag bei ihrer Basis. Wir haben einen riesen Kuchen für sie. Aber, das weiß sie noch nicht. Hihi. Befestigen. Wir müssen schnell sinken. Helena, Hubschrauber aus. Bereit, Gecko? Oh, fast. Ja, fast. Ja. Eine gelungene Landung. Und alles Gute zum Geburtstag. Ah, danke.
Danke, amigos. Hurra! Oh, hurra! Hallo zusammen. Wir rüsten gerade unsere Waschanlage auf. Jetzt kann sie auch Lack sprühen. Okay, Mami Truck, los! Jetzt müssen wir nur warten, bis der Lack trocken ist. Was könnten wir so lange tun? Wie wär's mit einer Runde Verstecken? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Seid ihr bereit? Ich komme! Baby Truck und die Mechaniker gesehen, Mama Truck? Wo könnten sie sein? Könnten sie sein? Vielleicht sehe ich mal danach. Ha! Gefunden! Jetzt bin ich dran mit Verstecken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald. Da kommt Cat. Hola, Gecko. Hola, Mechaniker. Hi, Cat. Die Mechaniker freuen sich so sehr, dich zu sehen. Ich glaube, die Mechaniker würden gern so fliegen können wie du. Schmeiß den Müll raus, Sly. Weg mit den nervigen Teilen, die in meiner schönen Werkstatt rumlagen. Das ist doch kein Müll. Du hast recht, Cat. Das können wir bestimmt noch gebrauchen. Sowas schmeißt man nicht weg. Ich sehe, dass du jetzt schon eine Idee hast, Gecko. Sagen wir einfach, ich habe hohe Ziele. Haha. Team. Das ging schnell wie der Blitz. Wir haben eine Flugmaschine aus Müll gebaut. Los, los, Mechaniker. Ihr könnt jetzt fliegen und euch in den Wolken wiegen. Alles wieder schön sauber, jetzt wo ich den Müll los bin. Und er ist schon verschwunden. Diesen Müll werde ich nie wiedersehen. Haha. Wir sind ein gutes Team. An Land, aber jetzt auch in der Luft. Ja, Cat, du hast recht. Uns sind wirklich keine Grenzen gesetzt. Zusammen. Trevor kriegt heute eine neue Ausrüstung von uns. Grüni, gibst du mir bitte... Grüni? Grüni? Grüni, wo bist du? Oh. Oh, Grüni gießt ihren Lieblingsbaum. Ha, ho, ho. Aus dem Weg, Kleine. Ich werde ein neues Schnellrestaurant aufmachen. Und dieser Baum ist mir im Weg.
Weg da, Mülleimer! Dieser Baum ist Geschichte. Ha. Herr Wiesel, Sie dürfen Grünis Lieblingsbaum nicht abholzen. Wieso nicht? Das ist doch nur ein dummer Baum. Weil, au, oh. Äpfel, aha, das bringt mich auf eine Idee. Trevor. Zum Schnurrhaar nochmal. Was hast du jetzt vor? Sehen Sie, Herr Wiesel, der Baum ist sehr wichtig. Daran wachsen leckere Äpfel. Man braucht doch kein Schnellrestaurant, wenn man diesen Baum hat. Hm. Denkst du, ich esse lieber einen dummen Apfel als... Der ist echt lecker. Ich bin stolz auf dich, Grüni. Du warst mutig und hast den Baum beschützt. Gut gemacht. Heiliger Schraubendreher, wer ist das denn? Oh, hallo, Frosch. Ist dir mein neues Auto aufgefallen? Das ist Silvester. Spitzname Sly. Hi, Silvester. Schön, dich kennenzulernen. Oh, entschuldigt uns bitte. Jemand braucht unsere Hilfe. Dylan hat Probleme auf der Baustelle. Wir werden ihm helfen. Wir sind in 0, nichts da. Ich denke, wir sollten trotzdem fahren, Mechaniker. Los, los, Tilly, Abschleppwagen. Ich frage mich, ob wir Dylan helfen können, ohne in diesen entsetzlichen Schlamm zu fahren. Ah! Falscher Knopf! Aha! Ich wusste, dass wir das hinkriegen. Sieh, Sly! Muss ich wirklich alles allein machen? Zieh mich hier raus, Sly! Zum Teufel mit diesem verdammten Schlamm! Keine Sorge, ihr seid schon bald wieder draußen. Los, los, Mechaniker! Vielleicht willst du mal meine Autowaschanlage besuchen, Sly? Und Sie dürfen sie auch benutzen, Herr Wiesel. Nein, danke. Oh. Wir sehen uns bald wieder. Bis bald. Oh, was ist los, Grüni? Wow, Cat und Helena sind hier, damit wir ihre neue Ausrüstung installieren können. Macht euch bereit, Mechaniker. Grüni? Hola, Gecko! Oh, hi, Cat. Aha, Zeit für eure ganz besondere Ausrüstung. Los, los, Mechaniker! Darf ich mit ihr reden, Gecko? Danke, Cat. Was ist los, Corazon? Kann ich dir bei irgendwas helfen? Fertig und bereit für einen Testlauf. Wartet, wir können es nicht ohne Grüni testen. Manchmal fühle ich mich auch nicht so gut. Aber Traurigkeit zieht vorbei. Genau wie die Wolken.
Die sind hier unten bereit, Cat. Los, los, Helena Helikopter. Übernimm du das, Grüni. Ich glaube an dich. Haha, gut gemacht, Cat. Das war unglaublich. Das war Grüni. Hoho, gut gemacht, Grüni. Ein Schlagloch. Ich muss Dylan Kiplaster und Eric Bagger sagen, sie sollen es auffüllen. Oh je. Sieht so aus, als hätte Bobby Bus Probleme. Verschraubt noch mal. Er hat einen Unfall. Komm, wir ziehen ihn raus, Tilly. Oh, keine Sorge, Bobby. Wir bringen dich in Ordnung und zurück auf die Straße. Schnell, auf mit dem Werkstatttor. Ein Fahrzeug braucht uns jetzt sofort. Jetzt müssen wir rausfinden, was dir fehlt, Bobby. Als erstes untersuchen wir deine Augen. Los, los, Mechaniker! Also keine Probleme mit den Augen. Jetzt deine Reifen. Mit deinen Reifen ist auch alles in Ordnung. Aha, ich habe das Problem. Du hast eine verbogene Achse. Keine Sorge, wir begradigen die Achse ganz schnell. Ist so gut wie neu. Nun gute Fahrt und toi, toi, toi. Ich bin froh, dass wir das gerade biegen konnten. Ein schönes Gefühl, einem Freund zu helfen. Fast fertig, Fiona. Hier ist deine neue Leiter. Vorsichtig! Hola, Gecko! Helena und ich üben, Loopings zu machen. Guckt euch das an! Jeha! Jetzt einen ganz großen! Oh, vorsichtig, Cat! Oh nein! Aufpassen! Alles okay, Roti? Gecko, ich kann ohne Helenas Kufe nicht landen. Oh nein. Schnell, Mechaniker. Wir müssen helfen. Bringt mir bitte die Reifen. Noch ein bisschen dichter. Ich versuch's. Halt dich fest! Blaui, nimm die Kufen. Ich habe eine Idee. Jetzt, Blaui. Mal gut gegangen. Danke für die Hilfe, Gecko. Kein Problem, Cat. Das gehört bei uns dazu. Fertig, Mechaniker. Heute ist Heiligabend und die Werkstatt sieht perfekt aus. Wisst ihr, was ihr euch vom Weihnachtsmann wünscht? Oh, du weißt es nicht, Blaui?
Dann entscheide dich mal. Der Weihnachtsmann kommt bald. Oh, oh, oh. Wow! Ich dachte nicht, dass er so bald kommt. Hallo, Weihnachtsmann. Gecko, ich brauche deine Hilfe. Meine Rentiere sind krank, also kann ich nicht fliegen. Das müssen wir schnellstens wieder hinbiegen. Bring ich das Spielzeug nicht heute zu den Kindern, dann wird das die Weihnachtsfreude überall mindern. Keine Sorge, Weihnachtsmann. Das kriegen wir hin. Das ist es. Geckos Team findet Weihnachten statt. Dafür gibt es für euch Geschenke satt. Genau, was ich brauche. Danke, Weihnachtsmann. Weißt du jetzt, was du willst, Blaui? Hoho! Du willst fliegen auf meinem Schlitten? Da musst du mich nicht lang drum bitten. Ho, ho, ho! Hoho! Wir von Geckos Werkstatt wünschen euch frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Wir sollten das Schild mal wieder streichen, Mechaniker. Blaui, holst du bitte die grüne Farbe und nimmst Gelbi mit aufs Dach, um zu helfen? Oh je! Fiona hat sich an der Stoßstange gestoßen. Komm rein, dann kümmern wir uns drum. Grüni, holst du bitte den extra starken Kleber? Kleber sollte nicht grün sein. Blaui und Gelbi haben bestimmt den Kleber. Schnell, Rodi, geh aufs Dach. Oh, armer Rodi. Wir müssen irgendwie anders aufs Dach kommen. Oh je. Was für eine klebrige Angelegenheit. Wir müssen euch befreien, bevor der Kleber ganz fest wird. Fiona, können wir uns bitte deinen Schlauch leihen? Keine Sorge, Mechaniker. Ihr seid gleich wieder frei. Gut gemacht, ihr alle. Jetzt sehen Fiona und ich beide wie neu aus. Seht mal, Mechaniker, das ist Familie Truck. Guten Morgen miteinander. Oh, da hast du ja ein schönes Boot, Baby Truck. Oh nein, ein Reifen. Der schwimmt ja genau auf Baby Trucks Boot zu. Mami Recycling. Jetzt können wir den alten Reifen recyceln.
Wartet, seht mal, noch mehr Müll. Der muss von irgendwo flussaufwärts kommen. Kommt mit. Du bleibst hier, Gelbi, und passt auf das Boot auf. Da ist noch mehr Müll. Wo kann der nur herkommen? Was soll das denn? Oh, Gecko. Ich wollte meinen ganzen Müll loswerden. Oh, die Bremsen klemmen. Man sollte Müll aber nicht in den Fluss werfen. Ah, oh. Oh. Oh nein, ihr schwimmt genau auf Baby Truck und ihr Boot zu. Hilfe! Müll darf man nicht in den Fluss werfen, Herr Wiesel. Das macht den Fluss schmutzig. Fast wäre Baby Trucks Boot kaputt gegangen. Ein Boot? Ich habe zuletzt als kleines Wiesel mit einem Boot gespielt. Ich habe eine Idee. Müll kann man doch recyceln und aus alten Sachen schöne neue machen. Ich zeige es euch. Hurra! Lichtet den Anker. Achtung, hier kommt die MS Wiesel. Das macht so viel Spaß. Und der Fluss ist wieder sauber. Wir sehen uns nächstes Mal. Bis bald. Willkommen zum großen Rennen, bei dem ich, Wilbur T. Wiesel, beweisen werde, dass ich der schnellste Mechaniker der Stadt bin. In meinem Turbo-Motor-Monster-Truck. Alles gut, Tilly. Wir brauchen keinen Turbo-Motor, um zu gewinnen. Du hast mich noch nie enttäuscht. Okay, Gecko. Das Rennen beginnt. Wenn die Ampel grün ist. Auf die Plätze. Fertig. Los. Los, Tilly, Abschleppwagen. Ich freue mich schon auf die glänzende Siegermedaille. Die wird zu meiner glänzenden Uhr passen. Sehr gut, Tilly. Schön gleichmäßig. Aktiviere den Turbomotor. Keine Zeit! Wir eilen zu Hilfe! Oh, wir sinken! Oh, Hilfe! Keine Sorge, Herr Wiesel! Wir holen euch da ganz schnell raus. Ich schätze, ihr habt offen und ehrlich gewonnen. Aber nächstes Mal werde ich gewinnen. Seid auch beim nächsten Mal wieder in Geckos Werkstatt dabei. Bis bald. Du bist ja schon früh hier, Erik. Mechaniker, Erik ist wegen seiner Reparatur hier. Kommt schon, ihr Schlafmützen. Ihr müsstet doch voller Energie sein, nachdem ihr die ganze Nacht geladen habt. Lasst uns Erik reparieren, damit er weiter kann. Ja.
nicht, was heute mit ihnen los ist. Wow, du hast recht, Erik. Das Ladegerät war heute Nacht nicht angeschlossen. Kein Wunder, dass sie so schlapp sind. Kommt her, ihr müden Mechaniker. Zeit, euch aufzuladen. Oh, Schachmatt. Yay. Okay, Mechaniker. Jetzt seid ihr alle aufgeladen. Also, packen wir es an. Hihi, fertig, Erik. Wir sehen uns bald wieder, hier in Geckos Werkstatt. Okay, Mechaniker. Max will besser springen können. Also müssen wir seinen Motor aufrüsten. Blaui, siehst du mal bitte nach, wer an der Tür ist? Wer ist es, Blaui? Ich hoffe, dir gefällt mein kleines Geschenk, Gecko. Was ist das? Ein Geschenk? Ich frage mich, von wem es ist. Wow! Ein neuer Wagenheber. Lasst uns den ausprobieren. Dank der Feder, die ich eingebaut habe, findet ihr ihn wahrscheinlich sprunghaft. Mechaniker! Danke, Mechaniker. Ich glaube, der Wagenheber ist ein bisschen kaputt. Warte mal. Okay, Max. Probier es mal. Hihi, man kann alles für irgendwas gebrauchen. Gute Arbeit zusammen. Wow, gut gemacht, Mechaniker. Eine saubere Werkstatt ist eine glückliche Werkstatt. Hihi. Seltsam. Wir haben keinen Strom. Irgendwas stimmt mit unserer Solaranlage nicht. Oh je, das Sonnenlicht kommt nicht durch. Aber das ist keine normale Wolke. Lasst uns das untersuchen. Versuch's mal jetzt, Dylan. Ich verstehe das nicht. Dein Motor müsste funktionieren. Ich habe die Anleitung befolgt. Guten Morgen, Herr Wiesel. Ist hier alles okay? Alles in Ordnung, Gecko. Ich gebe auf. Lass mich mal nachsehen, Dylan. Die schlechte Nachricht ist, dass wir deinen Motor rausnehmen müssen. Aber die gute ist, dass ich einen neuen habe, der viel besser für dich ist und für alle anderen auch. Perfekt. Wir brauchen Hilfe von der Sonne. Und Dylan auch. Der Akku lädt sich mit Sonnenenergie auf, während wir Dylans neuen Elektromotor einbauen. Thank you.
Du siehst gut aus, Dylan. Hihi. Gut gemacht, Grüni. Saubere Kunden sind glückliche Kunden. Und ein sauberer Planet ist ein glücklicher Planet. Hallo, Bobby. Oh je. Lass uns die alte Stoßstange ersetzen. Ah, okay, Mechaniker. Nehmt ihr bitte die alte Stoßstange ab? Aber ganz vorsichtig. Langsam. Langsam. Vorsicht, Mechaniker. Wir müssen zusammenarbeiten. Au! Au! Oh, danke, Grüni. Oh, oh je. Ihr müsst die Reparatur allein schaffen, Mechaniker. Grüni! Oh, puh. Danke, Grüni! Oh, Mechaniker, ihr müsst zusammenarbeiten! Oh, gut gemacht, Mechaniker! Seht ihr, wie viel man mit Teamwork schafft? Du bist fertig, Bobby! Gut gefangen, Grüni. Ihr seht schön gruselig aus. Ihr seid bereit für Halloween. Und Tilly ist auch dabei. Was ist los, Grüni? Draußen ist ein Monster? Ich gehe mal nachsehen. Keine Sorge, Mechaniker. Es gibt keine Monster. Hallo? Hallo? Geht es dir gut, mein Freund? Komm ins Licht. Mein lieber Max, du brauchst eine Halloween-Reinigung. Ab mit dir in die Waschanlage. Keine Sorge, Mechaniker. Denk daran, es gibt keine Monster. Bist du soweit, Max? Na bitte, Max. Jetzt bist du nicht mehr gruselig. Fröhliches Halloween euch allen. Tolle Halloween-Kostüme, Mechaniker. Wollen wir jetzt Süßigkeiten sammeln gehen? Tut mir leid, Mechaniker. Ich muss noch Baby Trucks Ölwechsel machen. Geht schon mal vor. Ich komme gleich nach. Thank you.
Süßes oder saures? Ja. Von mir bekommt ihr nichts, es sei denn, ihr erschreckt mich. Und ich bin unerschreckbar. Das war nichts. Ich schätze, ich muss die Süßigkeiten alle allein essen. Schon zurück? Oh, tut mir leid, Mechaniker. Warte, was sagst du, Baby Truck? Aha, das ist eine gute Idee. Noch mehr nervige Süßigkeiten-Sammler. Lass mich in Ruhe, ich will nicht. Gut gemacht, Baby Truck. Der hat sich Halloween-mäßig erschreckt. Fröhliches Halloween. Da ist Dylan Kiplaster. Wie können wir dir helfen? Du hast Probleme mit deinem Kipper? Los, los, Mechaniker. Verstehe. Dein Kipper kippt sich von selbst aus. Mal nachsehen. Ich glaube, der Kolben muss ersetzt werden. Wenn ich hier ziehe, hört er auf. Bis ich den neuen Kolben geholt habe. Wird es beheben. Oh. Hä? Wieso ist der wieder umgelegt? Hm. Oh, hihihi. Also ihr habt den Schalter umgelegt. Oh, schon okay. Ihr habt gespielt. Nun helfen wir Dylan ganz gezielt. Jetzt hast du einen neuen Kolben, Dylan. Aber ich weiß, was wir mit dem alten machen können. Okay, Mechaniker, fertig. Guckt euch mal eure neue Rutsche an, die ich aus Dylans altem Kolben gebaut habe. Puh. Zum Glück hat es aufgehört zu regnen. Jetzt können wir weiter picknicken. Hola! Ich bin neu hier. Kat heiße ich und retten kann ich dich. Ich bin hier, um alle zu beschützen. Hallo, Kat. Ich bin Gecko und das sind die Mechaniker. Wir machen hier ein Picknick. Willst du mitmachen? Habt ihr auch Thunfisch-Sandwiches? Ich glaube ja. Haben wir noch welche, Tilly? Tilly! Ich komme! Oh nein, es ist zu matschig. Tilly rutscht weg. Vamos, Helena! Jemand braucht unsere Hilfe! Es klappt nicht! Warte, Tilly! Mach weiter so, Blaui! Ah!
das war knapp. Oh, bitteschön, Tilly. Wir sind ein gutes Team, Gecko. Das stimmt. Danke für die Hilfe, Cat. Was ist das für ein Krach? Oh, es ist Barry Bus. Sieht so aus, als hätte er es eilig. Alles okay, Barry? Oh, du willst nicht zu spät kommen? Aber so kommst du nirgendwo hin. Wir untersuchen dich mal. Grüni, bringst du mir bitte meinen besten Schraubenschlüssel? Grüni, du bist gestresst, oder? Ich glaube, wir sollten alle einmal tief durchatmen. Ich zeige es euch. Zuerst atmen wir ganz tief ein. Dann atmen wir aus. Jetzt seid ihr dran. Ein, eins, zwei, drei, vier, fünf. Aus. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, besser? Denkt dran, es ist immer gut, tief durchzuatmen, wenn man gestresst ist. Bis bald, Barry. Sieh mal, Roti, das ist Cat. Mit den neuen Landekufen, die wir Helena Helikopter montiert haben, kann sie sicher im Schnee landen. Ja! Geschafft, Helena! Hallo, Cat! Hola, Gecko! Hihi, sieh mal, Roti. Carrie und Barry bauen einen Schneemann. Hey! Heiliger Schraubendreher! Sie treiben davon! Los, los, Tilly Abschleppwagen! Keine Sorge, Zwillinge! Wir retten euch! Halt dich fest, Carrie! Ja! Oh, nein! Cat, versuchst du, Barry zu erreichen? No problema. Vamos, Helena. Drück den Knopf, Roti. Schade, dass wir den Schneemann nicht retten konnten. Gecko? Ups, lo siento. Hehe, schon okay, Cat. Jetzt hatten wir doch noch einen Schneemann. Hehe, oder eben einen Schneegecko. Oh, heute ist es wirklich heiß. Sieh mal da drüben. Baby Truck und Mami Recycling wollen ein Picknick machen, aber Baby Truck sieht gar nicht gut aus. Komm mit, Baby Truck.
Wir sehen uns dich an und schauen mal, was dir fehlt. Das ist das Problem. Du glühst ja förmlich. Schnell, Mechaniker, holt Wasser. Oh je, du hast nicht genug Wasser getrunken, oder? Es ist wichtig, viel Wasser zu trinken, wenn es so heiß ist. So ist's besser. Aber ich glaube, dir ist immer noch zu heiß. Aha, ich hab's. Stell die Waschanlage bitte auf kalt, Roti. Okay, Baby Truck. Zeit für eine Abkühlung. Jetzt könnt ihr picknicken fahren.